Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diese leckeren Cookies gemacht habe, dann bleibt einfach dran, denn gleich im Anschluss starte ich das Video. Und ja, sie schmecken sehr, sehr ähnlich wie die Subway-Cookies. Wer Subway nicht kennt, das sind sehr, sehr fluffige und leicht klitschige Cookies. Und ja, wie ich die gebacken habe, seht ihr jetzt. So, meine Lieben, als erstes kam jetzt die 250 Gramm Butter mit 130 Gramm weißen Zucker und 100 Gramm braunen Zucker in diese Rührschüssel. Jetzt werde ich praktisch den Deckel drauf machen und das schaumig rühren. Nach und nach gebe ich dann die zwei Eier dazu und den Vanillezucker. So, nachdem ich die Eier und, oh, Emil wackelt gerade an der Kamera, tut mir leid. Nachdem ich die Eier und den Vanillezucker zugegeben habe, fange ich jetzt an, nach und nach das Mehl zuzugeben. Und da das ein sehr schwerer, reißender Teig wird, habe ich jetzt auch meinen Knethaken geändert. Und ja, werde jetzt mal weitermachen. Kann ich? So, der Teig ist jetzt fertig und es ist so ein richtig fester, fluffiger Teig geworden. Und das finde ich jedenfalls lecker. Ja, Emil lutscht jetzt gerade den Knethaken ab. Und eigentlich stehe ich bei den Subway-Cookies ja sehr auf dieses Macadamia-Nut, aber leider habe ich keine Macadamia-Nüsse bekommen. Deswegen machen wir welche mit Schoko-Drops. Und ja, die gebe ich jetzt da einfach mit rein. Eine gute Lecker. halbe Tüte. So. Und die menge ich jetzt da drunter. Dann Wirklich könnt ihr euch lecker. schon mal ein Teelöffel oder ein Esslöffel, je nachdem, ob ihr große oder kleine Cookies haben wollt. Ich möchte kleinere machen, deswegen nehme ich einen Teelöffel. So. Und mal wieder zwei Teelöffel, weil man muss das ja auch so ein bisschen runterschieben. So, ich habe hier praktisch mein Backblech schon vorbereitet. Ich glaube, Ihnen schmeckt es. Und dann nehme ich immer so Teelöffel voll und setzt das da drauf. Wichtig ist, dass ihr echt viel, viel Platz lasst, weil die echt zerlaufen ohne Ende. Und das macht ihr jetzt praktisch so, das ganze Blech damit voll. Und dann kommen die bei 190 Grad so 7 bis 8 Minuten rein. Gut sind sie, wenn der Rand halt wirklich braun ist und der Rest noch so ein bisschen einen flüssigen, nein, nicht flüssigen, aber matschigen Kern hat. Aber das seht ihr auch gleich, wenn ich sie dann praktisch aus dem Ofen hole. Mama. Dann zeige ich sie euch. So lasse ich sie jetzt in den Ofen rein und mache davon dann mehrere Bleche. Bis gleich, ihr Lieben. So, fertig sind die guten Cookies. Sie sind schön fluffig und ja, ich habe so um die 15 Stück rausbekommen. Rezept schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Dann gibt es auch wieder mehr Backvideos. Und ansonsten, wo ihr mir folgen könnt, etc. Wie immer, auch in der Infobox bei Instagram und Facebook. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.